Meine Familie ist an deiner Familie schuldig geworden und es tut mir von Herzen leid. Ich lebe schon eine Ewigkeit in diesem Land. Das Land, für das sich Djeduschka entschieden hat. Ich war noch klein, wurde nicht gefragt. Von der gemeinsamen Geschichte habe ich nichts geahnt. Unzählige Generationen, Millionen meiner Ahnen haben schon hier gewohnt. Doch dieses Land hat sie nicht verschont. So sehr sie sich bemühten, es wurde nicht belohnt. Mein Name ist Jonathan Kalmanowitsch. Ich bin ein Nachfahre von Holocaust-Überlebenden. Mein Opa, den ich auch in meinem Song Djeduschka anspreche, er überlebte als Neunjähriger den Holocaust in der Stadt Berschat, wo die Nazis ein Ghetto eingerichtet haben, wo 16.000 Juden ums Leben gekommen sind. Und er ist einer der wenigen gewesen, die da das überlebt haben. Ich habe gemerkt, dass ich geizige Menschen Juden nannte. Obwohl ich nicht einen einzigen Juden kannte. Hab gedacht, Juden erkennt man an der Nase. Stellte meine Vorurteile lange nicht in Frage. Shoah wurde unterrichtet in der Klasse. Doch 6 Millionen Morde sind zu viele, sie zu fassen. Das ist Geschichte, aber mir fehlt der Bezug. Ich bin Mitte 20, was hat das mit mir zu tun? Ich bin Samuel, ich bin Urenkel von Bruno Drunk. Und mein Uropa war Wehrmachtssoldat im Zweiten Weltkrieg. Er war in Drogenen in Ostpreußen stationiert. Und er war einer der Täter in Palmnicken, wo sie 3000 jüdische Frauen unter Maschinengewehrfeuer in die Ostsee getrieben haben. Grüß dich, mein Lieber. Grüß dich. Schön, dich zu sehen. Ist auch schon ein Weilchen her, oder? Ja, ist wirklich eine Weile her. Wie lange weißt du das? Ich kannte dein Gesicht eben von Rap am Mittwoch, habe mir viele YouTube-Videos angeguckt und dann war dieses Echo-Ding und dann warst du eben ganz stark in den Medien und hast ganz, ganz viel erzählt von dem Antisemitismus, den du erlebt hast, hinter den Kulissen. Und ich bin ja jetzt kein bekannter Rapper, aber ich habe irgendwie gedacht, da muss was von der deutschen Seite zurückkommen. 2000 Jahre verfolgten die Christen Juden hart, obwohl Jesus Jude war. Eigentlich sollten wir eingesetzt werden in den Baum, doch wir kappten die Wurzel und die Blätter wurden braun. Das war die erste Zeile, die ich hatte, mit der habe ich angefangen. Und die ist ja dann in der dritten Strophe gelandet, weil der Prozess war dann für mich, dass ich unterschwellig meine Aufarbeitungsgeschichte eingearbeitet habe, vom ganz Offensichtlichen zum ganz Tiefen. Ja. Dass ich in der ersten Strophe eben das, was ich die antisemitischen Vorurteile, die ich bei mir selber auf einmal wahrgenommen habe, ja. Und in der zweiten Strophe dann ich eben die Wahrheiten meiner Familiengeschichte aufdecke und sage, hey, meine Vorfahren waren Nazis und die haben genauso geredet, die haben genauso gedacht, die haben genau diese Sachen, die irgendwie in meinem Kopf waren, ausgesprochen, gelebt, gelernt, gelehrt. Und das ist das, wo das eigentlich herkommt und es dann noch eine Stufe tiefer geht, dass wir eben nicht nur Antisemitismus eben keine Erfindung der Nazis oder von Adolf Hitler war, sondern wir auf 2000 Jahre Kirchengeschichte mit Antijudaismus zurückschauen. Was man nicht ausklammern darf, weil genau darauf basieren die meisten antisemitischen Feindbilder, ja, und Ressentiments. Ob es jetzt die Brunnenvergifter-Legende, ja, ist, ja, angeblich, die Juden irgendwie mit Geld, was auf Judas basiert, der angeblich für zwei Silberlinge. Die eigentlich da ganz am Anfang. Und das ist genau. Und auch heute, wenn man Kindermörder Israel hört, dann hat das auch damit zu tun, diese angeblich wie Juden christliches Kinderblut verwenden für die Matzebrote und so ein Quatsch, ja. Das sind eigentlich alles Feindbilder, ja, die schon so alt sind und einfach je nach Epoche, sag ich mal, aufgefrischt werden. Ja. 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 Wie viele Mahnmale braucht es noch, bis uns die letzte Träne aus den Augen tropft? Jüdisches Leben, genau genommen, Synagogen, Museen, wie ausgestopft. Oder hinter schusssicherem Panzerglas, bereit für den Nächsten, der einen Anschlag plant. Jüdisches Leben heute in diesem Land ist irgendwie, existiert irgendwie nur in diesen Extremen. Also entweder als Ort, in dem es mal was gab, was zerstört wurde und was maximal als Museum nur noch existiert, oder halt eben, wenn es wirklich eben halt mit lebendigen Menschen gefüllt ist, hinter Panzerglas, hinter Stacheldraht oder hinter halt diesen ganzen Vorrichtungen, die Juden schützen sollen. Und als Juden fühlt man sich dann halt einfach auch manchmal so ein bisschen wie so ein Exponat. Mhm. Ja?
ob es als jüdischer Schüler in der Schule ist. Ah, wir haben ja einen jüdischen Schüler in der Schule. Mhm. Erzähl mal, wie ist denn das so für dich mit dem Holocaust? Und es wird so getan, als würde die Holocaust-Geschichte die Lehrer nicht betreffen, obwohl sie Nachfahren von vielleicht Tätern sind. Wie war das denn so für dich? Wie ist das denn so für dich? Wie war es denn bei deinen Großeltern so? Stell mal die Frage zurück. Das ist Geschichte, aber mir fehlt der Bezug. Ich bin Mitte 20, was hat das mit mir zu tun? Ja klar, kann man ja verstehen. Vergangenheit soll ruhen, wenn man jung ist, will man leben. So einfach ist es nicht, es brauchte, bis ich merkte, diese Prägung ist ein Erbe, denn es lebt in meinem Herzen. Du kriegst das ja im Unterricht, das sage ich ja auch in dem Lied, du kriegst es ja im Unterricht, die Informationen, sage ich mal. Aber du hast keinen persönlichen Bezug dazu. Wenn jüdische Kinder und Jugendliche wissen, wo ihr Großvater, ihr Urgroßvater war und die deutschen Jugendlichen nicht, dann hören sie das zwar in der Schule über den Holocaust und dann rennen sie aber rum und rufen aus Spaß. Oder machen Hitlergrüße. Heil Hitler oder Hitlergruß. Und verstehen überhaupt nicht, was in ihnen eigentlich lebt und was da eigentlich rauskommt, was sie nur im Spaß meinen, aber was eigentlich halt noch da ist. Ja. Ja. Und wenn mich einmal meine Kinder fragen, Aberle, wie war's in deinen Kindertagen? Was soll ich meinen Kindern sagen? Was werde ich meinen Kindern sagen? Meine Tochter fragt jetzt, ist sie ja bald 6 Jahre alt, fragt halt, Papa, was ist das? Was sind diese Steine? Und dann sage ich, naja, die nennt man Stolpersteine. Ja, und warum gibt's die? Dann sage ich, naja, die symbolisieren Menschen, die mal sehr schlecht behandelt wurden, sage ich ihr. Von bösen Menschen hier in Deutschland. Ja? Aber ich habe jetzt noch nicht konkret erzählt, dass es halt Juden waren, dass es Leute von uns waren. Und ich will eigentlich so lange wie möglich diese ganzen Sachen eher von sie fernhalten. Aber sie fragt sich das dann schon, ja, weil eine Situation auch zum Beispiel in der Kita, sie war die ganze Zeit auf einer jüdischen Kita und da sind natürlich Polizisten davor und Metalldetektoren und all so etwas, ja. Und sie kennt das gar nicht anders, aber irgendwann war sie mit meiner Frau eine Freundin von ihr abholen, ja, die auf einer ganz normalen Kita ist, so. Und da gab es halt weder Polizei, weder Sicherheitsschleusen, nichts. Und dann fragt sie mich irgendwann auf dem Weg zur Kita, Papa, warum ist eigentlich bei uns Polizei? Und ich wusste ganz genau, diese Frage wird irgendwann mal kommen. Und ich habe oft schon darüber nachgedacht und mir gesagt, was antwortest du ihr? Und dann, als die Frage kam, war ich genauso überrumpelt wie meine Mutter damals, als ich sie fragte. Warum stehen bei uns denn irgendwie Polizisten vor der Kita? Und mir fiel nichts Besseres ein, als zu sagen, wir haben es jetzt eilig, ich erzähle es dir hinterher. Ich hab gelernt, dass nur die Wahrheit was verändert. Manchmal ist sie schmerzhaft, doch Lüge ist in Wahrheit nur ein Kerker. Schweigen ist der Wärter, kein Gegner ist härter. Ich will erzählen, was mich das gelehrt hat. Es ist tatsächlich was, was tradiert wurde. Ja. Von meinen Urgroßvätern, von den Tätern, die wiedergekommen sind, über die schrecklichen Dinge, die sie getan haben, über ihre Schuld, dass sie nicht drüber gesprochen haben. Oder dass sie es eben verharmlost haben, aber das ist eben das, was ich die Decke des Schweigens nenne, diese Decke des Schweigens drüber gelegt. Und dieses Gefühl, was man ganz oft in Familien hört, ja, er hat nichts erzählt, wir haben aber auch nicht gefragt. So. Und es ist wie, dass ein Thema mit einem Tabu belegt wird und man redet nicht drüber, aber irgendwie ist die Atmosphäre in der Familie, da darf man auch nicht drüber reden. Und dann fragt man auch nicht. Also fing ich an zu recherchieren, meine Linie waren Nazis, Soldaten, Offiziere. Das ist meine Familie, Mörder, Vergewaltiger und Diebe. Ich hatte einen Urgroßvater, er heißt Bruno Drunk und er war auf keinem der Feldzüge, er war nur stationiert. Und zwar in Drugenen in Ostpreußen. Und dann hat meine Mutter mit meiner Großtante telefoniert, die zu der Zeit noch gelebt hat. Und hat sie eben nachgefragt und sie hat eben erzählt, ja, da war nichts, ist nichts passiert. Er war nur, der Opa Bruno Drunk war eben nur einmal dabei, als am Strand ein paar jüdische Frauen erschossen wurden. So, und das hat dann eben meine Mutter recherchiert, welcher Strand, also was ist da passiert in der Nähe. Und es gab einen Todesmarsch im Januar 1945. Eben von einem nahegelegenen KZ dort.
wo 5000 jüdische Frauen eben nach Palmnicken an den Strand getrieben wurden, durch Drogenen, wo mein Uropa stationiert war. Es war Ende Januar 45 und es war einer der letzten verzweifelten Aktionen eigentlich, die Spuren zu verwischen. Und auf dem Marsch bis zur Ostsee haben sie schon 2000 von den 5000 jüdischen Frauen erschlagen oder erschossen oder die sind zusammengebrochen und erfroren. Es war ja Winter. Und dann haben sie am Meer, an der Ostsee, haben sie zwei oder drei Tage überlegt, was sie mit den Frauen eben machen. Und das hat mich echt so betroffen gemacht, weil die haben nämlich mit ihren Einheiten die 3000 jüdischen Frauen, die übrig geblieben sind von diesem Todesmarsch, die es bis zu der Küste geschafft haben, haben sie mit Maschinengewehrsalben in die Ostsee getrieben. Und nach diesem Massaker haben wirklich nur ein Dutzend Frauen überlebt. Und es war nur, um die Spuren zu verwischen. Und da war mein Uropa dabei und die Familienwahrheit war, er war dabei bei einem, am Strand, wo ein paar jüdische Frauen erschossen wurden. Ja, also, ne? Von aber etwas wirklich, was unglaublich grauenvoll und grausam und schrecklich war, wurde so runter reduziert, so getan, als sei das ja alles irgendwie nicht ganz so schlimm. Was sagst du, was würdest du heute lebenden Nachfahren von Tätern sagen, die vielleicht gar nicht wissen, dass sie Nachfahren von Tätern sind, wenn man so hört, ja, mein Uropa, der war bei der Wehrmacht, aber die wussten eigentlich gar nicht, was da passiert. Es war ja nur die SS. Das höre ich immer wieder auch, Leute, die mir schreiben, ja, mein Opa war bei der Wehrmacht, aber ey, die wurden ja gezwungen und das, die wussten ja eigentlich überhaupt gar nicht, was da gemacht wird. Was sagst du zu denen? Da sage ich den Leuten, beschäftige dich wirklich damit. Fragt eure Eltern, fragt eure Großeltern, frag nach bei der Wehrmachtsauskunftsstelle. Hast du das schon gemacht? Ja, habe ich gemacht. Jetzt habe ich eine Liste mit 5 Orten. Was mache ich damit? Google diese Orte, Google die Zeiten, Google Zeitzeugenberichte. Schau dir an, es gibt so viel, was man darüber finden kann, was genau zu der Zeit an diesen Orten passiert ist. Und wenn man dann wirklich der Wahrheit ins Auge blickt, was da passiert ist, und man das erfasst, dass die eigene Familie nicht unschuldig war und man sich hinter dieser Wehrmachtsunschuld, nicht, dass das einfach nur eine Lüge ist, eine glatte Lüge und eine krasse Verharmlosung von dem, was die Wehrmacht gemacht hat, dann wird es persönlich und dann bricht diese Decke des Schweigens und man ist persönlich betroffen. Sprich, werde Licht, mit dir bekommt die Wahrheit ein Gesicht. Was du tust oder nicht, für einen neuen Weg braucht es einen neuen Schritt. Wir haben tatsächlich viel Aufarbeitungskultur in Deutschland. Haben wir. Aber, wie wir ja sehen, es löst das Problem des Antisemitismus in Deutschland nicht. Viele sagen immer wieder, lass uns doch jetzt mal einen Schlussstrich ziehen. Aber wir sind eigentlich noch gar nicht an dem Punkt, wo wir sein sollten. Und diesen Punkt, den wir überwinden müssen, damit sich wirklich was verändert, ist, dass wir persönlich aufarbeiten. Weil das ist meiner Meinung nach, das ist was bei mir was verändert hat. Weil ich seitdem nicht mehr gleichgültig bin, wenn in meiner Umgebung antisemitisch gesprochen wird, dass ich meinen Mund aufmache, weil ich es nicht ertragen kann, weil ich es nicht mehr mit mir vereinbaren kann, weil es so persönlich für mich geworden ist, weil es mit meiner Geschichte zu tun hat und mit meiner Familie. Und das wünsche ich jeder deutschen Familie und es ist unangenehm. Ich bin nicht schuld daran, was für Entscheidungen mein Urgroßvater getroffen hat. Das ist oft, was ich dann in Gesprächen mit jüdischen Freunden und auch mit Holocaust-Überlebenden habe. Ich bin nicht schuld daran, aber ich kann trotzdem die Entscheidung treffen, dafür Verantwortung zu nehmen, für das, was er gemacht hat. Und man kann eben nicht nur in die Zukunft schauen, sondern ich muss die Schuld ansprechen. Was mein Urgroßvater nicht gesagt hat und was mein Opa nicht gesagt hat, ist: Meine Familie ist an deiner Familie schuldig geworden und es tut mir von Herzen leid. Das ist der Punkt, wo wir beide uns oben auf dem Berg treffen und wo wirkliche, echte Versöhnung stattfinden kann. Und nur aus echter Versöhnung kann eine echte, authentische, ehrliche Freundschaft entstehen. Djeduschka, du hast ihn vertraut, doch dein Vertrauen wurde je missbraucht. Trotz all dem sind wir hier zu Haus,
Seit 1700 Jahren ist das zu glauben. Und wenn mich einmal meine Enkel fragen, Sabale, wie war's in deinen Kindertagen? Dann möchte ich meinen Enkeln sagen, euch muss das nicht mehr plagen.